Werbung. Jeder von euch weiß, was Werbung ist. Ich meine, wie kann man das bitte nicht wissen? Es ist praktisch überall. Draußen auf Plakaten, auf diversen Seiten im Internet und auch hier auf YouTube. Was ich auch gar nicht mal so schlimm finde, solange man nicht auf Kanälen von einigen gewissen YouTubern ist. Ja. Aber ich schweife ab. Werbung gibt es selbstverständlich auch im Fernsehen, wo es auch vermehrt Werbespots zu Videospielen gibt. Heutzutage sind diese ehrlich gesagt nichts allzu Besonderes mehr und auch relativer Standard. Aber die Werbung früher? Oh boy, die war alles andere als uninteressant und Standard. Eher das genaue Gegenteil. Dennoch gibt es heutzutage auch natürlich Ausnahmen, die auch in diesem Video vorkommen werden. Also schauen wir uns heute mal ein paar seltsame Werbespots zu Videospielen an. Ach ja, falls die Audioquali oder die Bildquali der Werbespots mal nicht so knorke sein sollte, dann ist das ausnahmsweise mal nicht meine Schuld. Denn die Werbespots sind teilweise schon echt alt und die gibt's auch nicht in besserer Qualität im Internet zu finden. Let me tell you what bugs me about human endeavour. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. It's no longer about what they can achieve out there in your behalf, but what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. Gut, wer möchte nach so einer Werbung bitte keine PS2 kaufen? Ja, das war tatsächlich ein Spot, der für die PlayStation 2 werben sollte. Was zum Teufel? Mal ganz ehrlich, was hat sich Sony bitte bei diesem Werbespot gedacht? Der ist einfach gruselig, verstörend und seltsam. Und man weiß nicht mal allein vom Werbespot, wofür überhaupt geworben wird. Sie erwähnt es nicht einmal und das Einzige, was darauf hinweist, ist dieses kleine PlayStation-Logo unten am Ende des Spots. Wie soll sich dann bitte mit so einer Werbung diese Konsole gut verkaufen? Ich nehme alles zurück. Eigentlich ist das der beste Werbespot aller Zeiten. Genau das muss sich zumindest Sony gedacht haben, denn das hier ist der Werbespot für die PlayStation 3. Ist vorbei? Okay, lassen wir das lieber erstmal mit Sony. Hier mal eine kleine Quizfrage. Wofür denkt ihr, soll dieser Werbespot sein? Das hier ist ein Werbespot für die allererste Xbox und ich habe das Gefühl, dass Microsoft sich da ein bisschen von Sonys bescheuerter Werbung inspirieren ließ. Aber hey, wenigstens ist es diesmal nicht creepy. Dennoch durfte dieser Spot nicht ausgestrahlt werden, da es zu schockierend fürs Fernsehen war. Das da etwa nicht? Nun ja, jetzt stellt man sich eventuell die Frage, wie dann Nintendo für ihre alten Konsolen geworben hat und... naja... Genau so. Das würde jetzt den einen oder anderen ziemlich wundern, aber Nintendo ist bei der Werbung für ihre Gameboys eher in die sexuelle Richtung gegangen, aber hey, bei der Switch werben sie jetzt damit, dass man es auf dem Klo spielen kann. Genial. Gameboy, mehr Spaß als ein Frettchen in deiner Hose. Shut up and take my money. Bewegen wir uns jetzt aber mal von den Konsolen weg und kommen zu den Spielen. Kennt jemand von euch Jam Session für den Nintendo DS? Nein? Ich auch nicht.
Aber ich kenne die Werbung dazu verdammt gut. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Hudson. Whoa, whoa, whoa! What the fuck is this? Fucking sponge cake? Fuck! Also, ich bin schon so ein bisschen schockiert. Schaut euch vor allem mal die Mutter an. Sie tut mir so mega leid. Sie hat sich wahrscheinlich riesen Mühe gemacht und ist kurz davor loszuheulen. Aber hey, perfekte Werbung für ein Spiel ohne Altersbeschränkung. Für dieses Spiel gibt es übrigens noch einen zweiten Werbespot, wo der Junge das Spiel von seiner Tante geschenkt bekommt und dann das passiert. Inzest. Für ein Spiel ohne Altersbeschränkung. Wer kommt überhaupt auf so eine Scheiße? Everyone is doing it. Was? Guys are doing it with girls. And girls are doing it with other girls. Some like deeper penetration when they do it. Um was geht es hier? Some people like to do it hardcore. Mir gefällt nicht, in was für eine Richtung das geht. I've heard there's over 20 million people doing it now. So it's safe to say that everyone is doing it. Ach ja, Modern Warfare 2. Natürlich, woran hätte ich denn nur denken sollen? Ich habe keine Worte mehr dafür. Ach, egal. Erinnert sich jemand von euch noch an den Deal zwischen Nintendo und Mercedes? Ihr wisst schon, als man in Mario Kart 8 mit einem verdammten Mercedes fahren konnte. In Japan gibt es zu diesen Autos ziemlich geile Werbespots. Zwar ist es keine Videospielwerbung, aber seht einfach selbst. New Mercedes. GLA. In einem anderen Spot kommt auch Luigi vor und yo, Luigi hat's echt drauf. Ich find's einfach mega komisch, wie die Charaktere umgesetzt wurden. Ich meine, Mario, der ja eigentlich klein und fett ist, ist hier einfach mal ein muskulöser Badass. Peach ist, ja, und Luigi sieht ziemlich cool und sogar relativ passend aus. Vor allem, wenn man ihn mit dem Luigi aus dem Mario Bros. Film vergleicht. Jetzt mal ehrlich, würdet ihr, wenn ihr nicht wüsstet, aus welchem Film das kommt, meinen, dass das hier Luigi ist? Er hat nicht mal einen Schnurrbart. Das ist fast schon ein Markenzeichen für die Mario-Brüder. Aber gut, genug davon. Diesen Spektakel widme ich noch ein ganzes eigenes Video. Wow, Peach, dir muss es ja ganz schön schlecht gehen, so wie du um Hilfe rufst. Ohne Spaß, achtet mal auf die Musik im Hintergrund, die ist echt komisch. Mario's back in a new adventure. He has new friends with special abilities. He has new enemies with funky attacks. But will he save the princess? Help! Find out in... Paper Mario! Was hat es mit dieser Ziege auf sich? Ich meine, vor Paper Mario Sticker Stars haben wir die doch noch gar nicht in dieser Reihe. Und das war 12 Jahre später. Die Idee muss sich also echt gehalten haben. Did you see the latest Nintendo newsletter? Whoa, nice graphics! I'd like to get my hands on that game. You mean you haven't played it yet? We can play it on my Nintendo Entertainment System. It's The Legend of Zelda, and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. Octoroks, Tektites, Leavers, too. But with your help, our hero pulls through. Yeah, go, Link. Yeah, get Zelda. Awesome. Intense. The Nintendo Entertainment System. Your parents help you hook it up. ゴージャス今度の冒険リアル君もすぐに体験憎いでやんすね昆虫ショー高画質の謎解き明
Wisst ihr, es sind Momente wie diese, in denen ich mein Leben einfach nur liebe. Warte mal, sagt Zelda I'm not Zelda? Und dann auch noch mit einer Männerstimme? Gut, kommen wir aber nun zur Creme de la Creme der Videospielwerbespots. Die deutsche Gameboy-Kamera-Werbung. Also das ist was ganz Neues. Da kannst du Bilder mitmachen. Du kannst was reinmalen oder reinschreiben. Plötzlich hast du eine Riesennase. Und Effekte kannst du damit machen. Da siehst du nachher aus. Du kannst damit jonglieren. Coole Musik. Kurze Filme kannst du machen. Bilder tauschen geht auch. Blau, rot, grün und alles digital. Und gelb. Nicht nur Fotografie. Fotografie. Mit dem Printer kannst du Sticker drucken. Fotografie. Mit der Gameboy-Kamera. What the fuck? Ich glaube, mir fällt dazu echt nichts mehr ein. Aber dafür weiß ich jetzt genau, was aufs Thumbnail kommen wird. Fotografie!